Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Das finde ich aber cool. Du solltest jetzt gehen. Todeshändler. Sei immer wachsam. Was heißt mit dem roten Tuch auf sich? Wir Ach so. Auf. Ich weiß nicht. Ich hab das mal gemacht. Und dann dachte ich mir, scheiß drauf. Dann hatte ich ja keinen Bock mehr drauf. Das habe ich nur am Anfang gemacht. Wie gesagt, irgendwann habe ich mir gedacht, nee. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir Schau geschafft. Schau mal, also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mache mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer, die Wassermagier. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn. Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Ich werde alle Wassermagier aufspüren und töten. Ha! Das ist kein leichtes Unterfangen. Sie haben sich über die gesamte Wüste verteilt und werden von den Nomaden versteckt und beschützt. Folge den Spuren der Nomaden in den Ruinenfeldern und du wirst ihre geistigen Anführer finden. Beliar steht ihr bei. Wie viele Wassermagier sind hier in der Wüste? Es sind 7 an der Zahl, soweit ich das sagen kann. Sathoras ist der oberste und wichtigste von ihnen. Einer heißt Vatras, der auch eine wichtige Rolle in ihren Kreisen spielt. Dann sind da noch Myxir, Nefarios, Riordian, Kronos und Merdarion. Ja, ich erinnere mich. Ich bin den Jungs schon auf der Insel Korinnes begegnet. Tja, dann wirst du ja wissen, wie du sie am besten aus dem Weg räumen kannst. Wir werden sehen. Ich wäre eigentlich voll der Verräter, wenn ich die alle töten würde. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner. Und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Meiner bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Ich werde den Tempelschlüssel aus den kalten Händen reißen. Okay. Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, das mit dem Tuch war blöd, ja. Wie gesagt, ich wollte einfach... Ich habe mir am Anfang gedacht, machst du mit Cam, machst du ohne Cam, machst du mit Cam, machst du ohne Cam. Da hab ich gedacht, mit, aber mit so einem Ding. Und dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf. Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich reinlässt. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst auch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein.
Passt. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Okay. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen. Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morasul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den Richtigen erwischst. Tja, soll ich wissen, wer das der Richtige ist? Du musst aufpassen, was das? Sie beobachten dich. Verdammt, Anktos. Hör endlich auf damit. Wenn du nicht aufpasst, wirst du auf der Abschussliste von Bandaro landen. Der hat sich erst letztens über dich informiert. Ach, und lass Anga in Ruhe. Der ist total irre. Schau dir einmal seine Rüstung an. Der kommt doch gar nicht von hier. Ich habe gehört, dass er sich sein Auge selbst ausgestochen hat, weil ihn die Sonne geblendet haben soll. Total irre, wirklich. Der ist ja cool. Übrigens schuldest du mir noch 80 Goldstücke. Also wage es nicht, vorher zu sterben. Er hat sich das Auge selbst ausgestochen, weil ihn die Sonne geblendet hat. Wir passen auf. Ah, fuck. Möglich ist alles. Was schaust du da? Die ist leer. Anktos. Wieso ist der orange? Hier, da hast du die Seelenkirche. Ha! Du bist klasse. Du hast was drauf. Gratuliere. Hier, ich gebe dir schon mal etwas Gold. Bis ich mit den Dingern wieder bei den Händlern aufkreuzen kann, muss erst mal eine Zeit vergehen. Sollen die erst mal ein wenig schmoren. Okay. Wir können später noch reden. Alles klar, der Dicke ist wieder im Geschäft. Na also, geht doch. Eine Belohnung sollst du auch haben. Da möchte ich auch drum gebeten haben. Hier, nimm dies. Ich denke, das ist in deinem Sinne. Gutes Gelingen bei den weiteren Aufgaben, die auf dich warten, Fremder. Zeig mir. Ja. Dieselbe Geschichte. Und da bist du dir ganz sicher? Na, dann kann ich dir auch nicht helfen. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Okay, wo setze ich an jetzt?
Sei stets auf der Hut. Woher hast du den Erzrohling? Daran kann ich mich nicht erinnern, sondern Neugier. Ich bin ein armer alter Schmied und meine Taschen sind leer. Fällt dir jetzt was zu dem Erzrohling ein? Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich tatsächlich wieder. Hassan, der Assassine, hat ihn mir verkauft. Er hat die Stadt aber längst verlassen. Ach komm. So ein Scheiß. Jetzt muss ich ja wieder in die Ruinen darunter gehen. Ich mache eine kurze Pause. Wir reden später. Oh Mann. Nordöstlich. Irgendwo hier muss doch der Ding sein noch. Yusuf. Die Mörder. Kafu. Wer ist Kafu? Ah, das ist der Wasserhändler da unten. Passt. Aber Bad Killer, hast du nicht gesagt, du bist auf YouTube eigentlich nicht aktiv? Oder verwechsle ich dich gerade? Ich brauche Ruhe. Hey, Digga. Dicke. Weil der heißt einfach so. Was kochen die da für eine Grütze drin? Prozent, wie viel gibt mir so ein Fleisch? Dazu fehlen mir die Zutaten. Zweiundzwanzig und so ein Fleisch gibt mir. Wow. Habe ich gleich 2% mehr Lebensding. Pilzragu 50%, das ist eigentlich ganz gut. Moment, wo bin ich gerade? Wo ist der Hassan? Der war irgendwo hier. Da vorne beim Zelt, glaube ich. Ishtar. Ja, das ist der Hassan. Schauen wir mal, ob der kämpfen will. Ich weiß, dass du die Erzrohlinge gestohlen hast. Das hat Ramirez auch gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, waren es seine letzten Worte. Danach hat er nur noch geschrien.
Wo sind die Erzrohlinge? Die habe ich längst verkauft. Einen ordentlichen Batzen Gold haben sie mir gebracht. Aber den wirst du niemals finden. Ich werde Ramirez rächen. Versuch es. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Das habe ich schon mal gehört, Jungs. Hey Jungs. Nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Nicht, da ist nichts zu holen. Soll ich da killen? Ist nichts zu holen. Den nächsten Kampf gewinnen. Nimm die Waffe weg. Nimm die Waffe. Kopf. Ein guter Rat von mir. Waffe weg. Glaubst du, das tat weh? Der Junge. Eigentlich hätte ich die gar nicht killen brauchen müssen, oder? Kann ich sein Gold irgendwo finden oder kann ich es echt nicht finden? Komm, das waren Kriminelle. Das waren Wichser. Die haben Ramirez getötet, ich habe ihn nur gerecht. Ich bin nicht der Böse. Ja, Kafu will sein Geld zurück. Aber ich meine, der Typ hat auch gerade gesagt, ich habe die verkauft und eine Menge Gold gemacht, aber das kriegst du niemals. Moment, ich muss lesen. Lalala. Ich wette, er sucht irgendwo ein schattiges Plätzchen im Nordosten. Ach, Nordosten müssen wir irgendwo von hier aus gesehen. Ich schätze mal ja hier irgendwo so. Ist eher Norden. Also hier oder was? Oder noch weiter? Ist ja an Morazul schon vorbei? Ich
Wir sehen uns später. Wir passen auf. Hättest du die jetzt nicht gekillt, oder was? Die Verbrecher da. Kenn ich schon. Uninteressant. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. Er hat für Nerusul gearbeitet. Und der hält sich zurzeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich geltend machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach, und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Erzdiebstahl steckt. Und falls das so ist? Dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden, aber wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Morasul, wirst du schon bald vor Zuben stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Wir sehen uns später. Okay. Heißt, sie muss die Anführer von jeder Stadt überzeugen, damit ich da zum Zubin kann oder Zubin? Habe ich es richtig verstanden? Boah, zum Glück habe ich so eine geile Rolle. Strafe, Artefakt, Kufu für sein Gold. Ich muss gerade überlegen. Ich habe ja nicht mehr wirklich viele Missionen. Aber ich habe auch nicht die ganzen Schlüssel. Wie viele Schlüssel habe ich denn überhaupt? Dritten, vier, zwei, drei, vier, fünf. Ah, ich habe alle. Ich bin so schlecht. Nein, das ist zu einfach. Amok! Scheiß Insekten. Das mit dem Inventar war mir zu komplex. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich habe die Drachen. Den Drachentöter habe ich. Welches in Drachenblut getränkt wurde. Ja. Dieser Form. Content Mod. Die ist gemoddet quasi. Die gab es im Original gar nicht. Genauso wie mein Schild. Oder das Schild weiß ich nicht, aber meine Rüstung.
Ich habe auch die Drachenjägerrüstung hier. Geil. Im Norden. Wie weit im Norden muss ich noch? Vielleicht da vorne zu dem Turm? Oder er wohnt in irgendeiner Höhle. Boah. Das kann ich dir leider nicht sagen. Also, ich habe ihn bisher so nicht als Zweihänder gefunden. Ich habe nur den Sturmbringer als Zweihandwaffe oder die Klaue Belias, die eigentlich noch besser sind. Theoretisch. Bis jetzt ja. Das, ich habe mal zwei Einhänder probiert, aber zwei Einhänder ist auch ganz witzig. Ich kann ja zwei Einhänder anziehen. Warte, wie gut ist die Waffe? Schlecht. Die da. Jawohl. Ja, weil du kannst sonst die Viecher nicht verteidigen. Also Wildtiere kannst du nicht verteidigen, wenn du kein Schild hast. Das finde ich ein bisschen doof. Du kannst zwar Gegner, die Waffen haben, verteidigen, aber so Wildtiere nicht. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ja, da wollte ich gerade hin. Denk mal irgendwo hier wahrscheinlich. Schätze ich mal. Irgendwo in den Hügeln, in der Höhle oder so. Und ab nach Süden. Wenn ich jetzt nach Süden laufe und du mir sagst, ich bin zu weit im Süden. Weekly ist wieder da. Ich glaube, wir spielen danach Risen. Haben wir so ausgemacht. Ja, ist es ungefähr hier so? Sag einfach ja. Ich habe zwar Risen 1 habe ich zwar schon mal gespielt, aber das war zum Release. Das heißt, ich kann mich noch an den Boss erinnern und an ein paar einzelne Stellen. Da in der Höhle bestimmt. Wie gesagt, bei Risen kann ich noch, weiß ich noch, was der Endboss war. Und ein paar Sachen kann ich mich noch erinnern, aber das meiste weiß ich nicht mehr. Das heißt, es wird so halb neu, halb kenne ich schon sein. Eine leere Höhle. Eine Höhle ohne Gegner mit einer Kiste? Das ist sehr verdächtig. Boah, leck, ich kann ja voll den coolen Move. Da.
Boah, Löwen. Okay. Da. Ja, ja, Raubkatze. Da. Da, da. 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 Da! 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 Oh! Die machen mir schon ordentlich Schaden, die Löwen. Da! 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 So, ein ganzes Rudel tot. Dann würde ich sagen, speichern wir hier und beenden die Folge. Und in der nächsten Folge suchen wir den Sklaven. Wenn ihr die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.